Hallo Leute, erstmal einen schönen Abend an euch. Wir haben es jetzt 17 Uhr, da hinten kommt schon die Chefin angelaufen, die aber nichts sagen möchte. Guckt mal hinter mich. Hexenkessel. Ich habe eine besondere Verbindung zu diesem Laden. Wir waren das erste Mal, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, im Anfang Juli hier essen. Den Laden gibt es schon länger, Restaurant hier in Encarnación. Und da habe ich dann mit meiner lieben Sabine gesessen und dann haben wir lecker gegessen. Und dann kam von hinten eine tiefe, sonore Stimme: Hat's euch geschmeckt? Und wir so: Ja. Und dann: Nee, Ralf! Ja, das war mal ein Ding, ne? Als wir 2021 im August unsere Papiere in Capillata gemacht haben, da sind wir da angekommen. Und da haben wir einen lieben netten Mann kennengelernt, das war der Stefan, der für alle Gäste dort gekocht hat, Eintopf. Nur wir haben nichts gekriegt. Er guckt mich böse an, der sitzt mich schräg gegenüber. Nein, das war alles nicht böse gemeint, das war alles tiptop in Ordnung. Und ja, der hat uns dann im Prinzip die ganzen zwei Wochen da auch mit begleitet, der hat ein paar Bauarbeiten, egal. Wir sind dann auseinandergegangen, als wir im Prinzip wieder zurück nach Hause geflogen sind. Er hat mir erzählt, er wollte sich als Bauunternehmer hier in Paraguay selbstständig machen. Ja, und danach haben wir das davon gehört. Ja, und dann sind wir hier essen. Ja, und plötzlich steht er hinter mir als Gastronom. Ja, und so hat das dann alles angefangen, dass wir dann hier auch Stammgäste geworden sind. Das kann man schon so sagen. Und das ging dann aber nur eine gewisse Zeit lang, weil die jetzt angefangen haben zu renovieren. Das heißt, die haben nicht nur angefangen, die sind jetzt fertig. Der Laden sieht überhaupt nicht mehr so aus, wie er früher mal ausgesehen hat, so vor 3 Monaten noch. Die haben innen alles neu ausgebaut. Das werdet ihr aber gleich alles noch sehen, weil ich das alles fotografiert habe und bei der Eröffnung ein bisschen mit dabei gewesen bin. Und ich wünsche mir, dass man sich hier vielleicht auch mal trifft. Viele deutschsprachige sind hier schon Gäste, aber was das Tolle ist, was du normalerweise so als Auswanderer, deutscher Auswanderer vielleicht in dem Ausmaß nicht hast, ist, dass hier auch viele Paraguayer hinkommen. Und Stefan hat mir erzählt, noch Sandra, hallo Sandra, dass das immer mehr wird. Und das ist ja auch wichtig. Du hast ja nur eine begrenzte Anzahl von Auswanderern hier. Und wenn es dann den Paraguayern auch schmeckt, und die sind ja dann vielleicht auch ein bisschen skeptischer, wenn ein Ausländer ihr Essen kocht, ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall hinzukommen. Das ist ganz in der Nähe von Plaza de Arma. Also wenn ihr da, wie heißt die Straße, Stefan, runterfährt? An der Atlasbank runter. Das hier ist Monsignor Wiesen. Das hier Monsignor Wiesen. Und die Parallelstraße hinten an der Schule. Carlos A. López und Carlos A. López, ja. Also im Prinzip da, im Prinzip die Straße. Genau, es gibt ja nur eine Richtung am Atlasbank und dann runter, und das ist die zweite Querstraße. Auf der rechten Seite ist eine große Schule. Das ist, glaube ich, die älteste. Ist das die älteste hier in Encarnación, die hier? Das ist die größte oder größte Schule. Größte öffentliche Schule. Und da fahrt er einfach rechts rein und dann ist es auch überhaupt nicht zu übersehen. Da steht nämlich ein großes Schild: Hexenkessel. Ja, vielleicht trifft man sich hier mal. Tschüss, Leute. Thank you.
kalt und das